So, wir kommen zurück zu der Crew 2. Ich denke mal, das wird. Vermute ich mal. Unser letzter Part sein. Ja, wie ich mir schon beinahe gedacht habe, wir schaffen natürlich nicht alles. Aber wir können ja mal schnell zum Street Racing HQ gehen. Vielleicht noch ein paar Straßenrennen machen, weil jetzt habt ihr ja so gut wie alt gesehen. Gut, außer der mit dem Flugzeug. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie hin, aber ich glaube mal nicht. So, nehmen wir das alles mal mit, der Performance-Teile, sehr schön. Dann schauen wir mal gleich mal, wo wir die einbauen können. Ah, hier. Alles klar. Ich weiß mal, was wir machen. Wir werden mal zu der Dings hier oben gehen. Zwar zu Pro Racing. Werden uns jemals ein Fahrzeug kaufen. Wie gesagt, hier, das wäre das Flugzeug dann gewesen. Mit was hätten wir dann auch rumfliegen können? Aber ich denke mal, das werden wir leider nicht mehr schaffen zeitlich. So, wir haben 402.000. Könnten uns die Corvette holen oder Mercedes-Benz. Dreimal könnt ihr raten, was wir kaufen. So, natürlich schön im Pechschwarz. Kaufen wir mal das ganze Stück. Die Cola war richtig hier runter. Zwei neue Aktivitäten. Nicht gerade doll, aber immerhin. Golden Hills Rennstrecke, Touring Car. Machen wir mal eine schöne Blitzreise dahin. Wenn du maximale Ergebnisse willst, musst du dein Auto wie deine Westentasche kennen. Jedes Geräusch, jeden Hopser, jede Vibration. Denn wenn irgendwas nicht stimmt, kannst du nicht dein Bestes geben. Also achte du auf dein Auto. Ich achte auf dich. Sehr schön, haben wir erstmal hier den AMG am Start, ja? Und gehen auch schon mal gleich auf Startposition. Der hat schon Zunder in der Karre. Okay, let's fucking go. Naja, Cockpit müssen wir uns nicht antun. Puh, warte mal. So, jetzt. Jetzt haben wir hier auch eine Sprintstrecke, ne? Ist doch perfekt. Damit wir auch erstmal hier auch einen kleinen Einblick haben in der Touring Car Serie. Warte mal, ich will mal kurz schnell. Die Musik ist mir doch ein bisschen zu heftig. So. Weil wir wollen ja was vom Auto hören und nicht von der blöden Musik, ey. Die Musik kann dann im Hintergrund ein bisschen dudeln. Ja, geht schon gut ab, ey. Ja, war ein guter Kauf.
Mechanik nicht meckern. Wahrscheinlich hier 2-3 Runden. Natürlich fahren wir hier mit Lenkrad, ihr wisst Bescheid. Perfekt. Ja, haftet wie... Haftet sehr gut auf der Straße. Wie Kaugummi, ey. Geht ja richtig ab jetzt hier. Oh, der Sound, ey, geil, ey. So, letzte Runde hier. Mann, der klebt ja richtig auf dem Boden, ey. Krass, ey. Oh, es wird dunkler. Perfekt. Ja, richtig Zunder, die Karre, ey. Ah, würdest du nicht erwarten bei den AMG, wa? Geil. Mach ich hier rintreten jetzt hier. Okay, da hat wohl alles zusammengepasst. Ja, denke ich auch. Oh, sehr schön. Das ist der erste Anfang deiner Karriere. Wir sehen uns beim Gules und neue Disziplinen, Events, Herausforderungen, Anpassungsmöglichkeiten und vieles mehr zu entdecken. Ja, da bin ich. Oh, auf jeden Fall gespannt, ey. Auf jeden Fall. Also die Karre ist ja hier unnormal. So, dann hätten wir hier noch. Eins hätten wir hier noch. Wo waren das? Das hatte ich hier versteckt irgendwo, oder? Ja. Jersey-Rennstrecke. Ja, dann machen wir die doch gleich mal. Heute fährst du wohl im Regen. Sieh's nicht als Problem. Sieh's als Herausforderung, der sich alle stellen müssen. Das kann nervenaufreibend sein. Aber bleib einfach im Flow und es kann auch spannend werden. Boah, im Regen, geil. Sieht die Karre gleich noch besser aus. Okay, der Scheinwischer geht. Ist die gleiche Strecke los nochmal? Nee, Quatsch, oder? Da sah aus, ob die gleiche Strecke nochmal wäre. Aber ist sie nicht. Ah, mein Regen ist geil, ey. Weiterwirken. Im Ring sieht sowieso mal geiler aus. Das war schon immer so. Mit 240 läuft auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, unser letzter Part hier. Denken wir, die halbe Stunde werden wir hier noch voll ballern. Und das war dann für uns erstmal in der Open Beta. Somit haben wir dann 6 Parts geschrubbt in der Open Beta. Denke mal, das reicht. Denke mal, 3 oder 4 Runden müssen wir hier fahren. Sieht nach 3 Runden aus, ja. Ja, das ist ja geil, und das Ei mit dem Lenkrad, ey, was willst du mehr, geil. Das Spiel ist ja so gut wie gekauft schon, ey. Grafik optimal. Reicht voll aus. Schon erzählen, wenn wir mal ordentlich durchdrücken hier. Perfekt. Sieht schon geil aus, die Karre, ey. Jetzt haben wir hier wieder Nacht. Sehr schön, können wir natürlich gleich einbauen, was natürlich Schwachsinn ist, aber ist egal. Natürlich gibt es noch viel mehr Events, aber du kannst manche Sachen halt noch nicht freischalten. Echt schade eigentlich. Ja, komm, dann machen wir halt nochmal Freestyle-Prüfung. Komm, dann machen wir halt auch noch schnell. Komm, ist ja, komm, wir machen das noch. Habt ihr ja Glück gehabt, dass ich das noch hier mitmache. Das mit dem Flugzeug. Oder wie auch immer diese Teil heißt. Willkommen in der Community der Freestyler. Ich bin Sophia und ich trete gegen dich an. Hier geht es vor allem um Spaß. Wenn du rein willst, kein Problem. Schnapp dir den Flieger, arbeite die Tricks auf der Liste in der richtigen Reihenfolge ab und greif dir dabei eine Kotztüte. Benutze sie und du verlierst. Überbiete meine Punktzahl und du bist drin. Was ich wirklich drauf habe, zeige ich dir später. Jetzt bist du dran. Ja, dann zeig mal her. Was muss man hier machen? Gab jetzt den Wechsel zum Controller? Weil den kannst du ja wohl schlecht mit dem Lenkrad fahren. Fahren, fliegen, steuern. Das macht dich ein bisschen schlecht. Zieh den Flieger gerade und wähle links oder rechts. Bewege den Knüppel in diese Richtung, bis die Rolle abgeschlossen ist. Welche Rolle? Yippie. Zeit für einen Luftdrift. Drücke das linke oder rechte Ruder lange genug durch und du kriegst den Dreh raus. Luftdrift.
soll denn das gehen? Halt, ach so, halt der LB oder RW gedrückt, ach so. Der Messerflug hat's in sich. Richte dein Flugzeug mit einem Flügel nach unten aus, dann schaffst du's. Messerflug. Ach so, schräg zum Beispiel. Ah ja, okay, okay. Kriegen wir hin. Versuche ein Looping. Zieh den Knüppel nach hinten, bis du 360 Grad geschafft hast. Ja, okay, machen wir. Aber in der Cockpit-Ansicht. Sehr schön. Jetzt der Tiefflug. Rate mal, was das bedeutet. Pass jedenfalls auf, dass du die Baumwipfel nur streichelst. Sonst kriegst du einen Crashkurs im Auf dem Kopf landen. Oh, Tiefflug, ey. Den Gewalt kriegen wir hin. Ah, das haben wir mitgenommen, okay. Sehr schön. Das war echt super. Guter Flug. Okay, geh zu meinem Partner Emmett an der Bahn. Dann können wir die Sache wirklich ins Rollen bringen. Gut, bei berühmt ist dann Feierabend, ey. Okay. Ich bin Emmett. Und du musst das neue Talent sein, das Sophia erwähnt hat. Mal sehen, ob sie sich mit Leuten so gut auskennt wie mit Flugzeugen. Und mit Autos. Und mit... Ach, egal. Du verstehst das schon. Nun, worum es hier an diesem Ort geht, das ist schwer zu beschreiben. Siehst du die Leute? Sie sind hart, sie arbeiten hart und kommen irgendwie klar. Solange du das nicht verinnerlicht hast, gehörst du nicht hierher. Aber hey, Sophia birgt für dich. Also musst du gut sein. Sie und ich haben übrigens etwas für dich unten im Laden. Da hinten. Da kannst du dir neue Maschinen abholen, wenn du sie verdient hast. Aber wenn man sie für lau bekommt, sollte man lächeln. Vergiss nur nicht zu lächeln, wenn sie dich da oben fertig macht. In der Zwischenzeit solltest du rausfinden, was du tun willst. Es gibt keine Regeln, außer gib dein Bestes und hab Spaß. Ich hoffe, du befolgst sie. Neue Disziplinen. Aerobatics. Jet Sprint. Holy shit, ey, da ist ja einiges dabei. Aber das müsste man sich auch alles erst kaufen, ey. Gratis Fahrzeug. Weißt du was? Follower kriegt man ganz leicht. Du musst nur coole Sachen zeigen. Unter Brücken durchfliegen, driften oder Riesensprünge machen. Je mehr du davon aneinander reißt, desto mehr Follower kommen. Dakota Gracelands, machen wir das gleich mal. Mount Rushmore. Die perfekte amerikanische Skulptur. Riesig, erstklassig und mit Sprengstoff gemacht. Und nun flieg ein paar Kunststücke und hab Spaß. Ja, flieg ein paar Kunststücke, ey. Okay. Hole 2000 Punkte. Looping, Rolle, Senkrechtflug, ey.
man erstmal mithalten können. Eine schöne Rolle. 6 Flug nach oben. Zeige so viele Figuren wie möglich in 20 Sekunden. Ey, oh Gott. Mal schön ein Looping hier. Tauchen mit L ab, vollführen. Oh Gott, ey, Außenlooping, ey, Gott. Okay, das hätten wir auch. Außen und tauchen mit Vollführer in frische Drehung. So, nach unten gezogen, ey. Oh Gott, ey. Muss ich erstmal ein Stück hoch, ey. Oh, der war schon knackig, ey. Stücke hier machen. Messerflug unter der Brücke. Gucken, ob wir es noch hinkriegen, ey. Eieieiei. Ey, schaffen wir nicht mehr. Okay. Ja, also habt ihr wenigstens mal einen kleinen Einblick gehabt, ey. Und dann könnt ihr hier auch alle aufmotzen bis zum Umfallen. Weißt du noch, wie ich dafür gesorgt habe, dass du schnell zwischen 2 Fahrzeugen wechseln kannst? Jetzt geht es auch mit 3. Musst mir nicht dafür danken. So, 2 Sachen könnten wir noch machen. Aufhol könnten wir noch mal machen. Gerade am Überlegen. Ah, komm, machen wir das hier unten. So, Bayou. Ziehen wir das auch noch schnell durch. Heute geht's durch Bayou. Keine Ahnung, was das soll. Bayou? Das ist nur ein schickes Wort für Sumpf. Fahre durchs Wasser und die Strecke ist kürzer. Fahr an Land und du bist schneller. Kombiniere beides und du holst die beste Zeit. Und mach den Wagen bloß nicht schmutzig, ja? Na, die bist oder so schmutzig, die Karre, ey. Okay, dann ziehen wir mal durch hier. Du fährst eine klasse Zeit, das weiß ich. Ich hoffe, euch haben die 6 Parts gefallen. Sind zwar nur 6er, aber besser als ja keiner. Ups, sind wir falsch gefahren. Tatsache.
ist natürlich schlecht. Mann, wie kommen wir denn hier? Warte mal, stopp. Ah, kann man nicht irgendwie neu starten? Ne. Mann, wer liegt denn hier im Baumstamm hin? Ne? Naja, das wird jetzt hier keine Spitzenzeit. Da haben wir zu sehr verkackt. Keine Chance mehr. Ja, 40 Sekunden, ey. Kann man das nicht irgendwie neu starten? Geht das nicht? Das muss doch irgendwie gehen. Ne, Tatsache, er geht irgendwie nicht. Shit. So eine Schande, ey. Ach, quer durch hier, so. Leg endlich einen Zahn zu, sonst knackst du den Rekord nie. Ja, schaffe ich auch nicht mehr. So ein Jammer, ey. Ist auch eine lange Strecke, ey. Ja, die haben wir natürlich ganz schön verhauen, ey. Naja, passiert schon mal. Naja. Konnte ich nichts machen, ey. Ist so schlimm, dann machen wir noch eine Sache und dann ist auch dann endgültig vorbei. Wir machen jetzt hier noch Zork Log City und dann ist erstmal Ende im Gelände. Schön. Zork Log City. Das ist Taxland, nicht meins. Aber das macht nichts. Dadurch konnte ich mich konzentrieren und eine gute Zeit fahren. Nichts Spektakuläres, aber genug, um zu sehen, welche Fortschritte du gemacht hast, wenn du versuchst, sie zu unterbieten. Okay, letzte Runde, letzter Spaß. Drei Minuten 59 passt. Sind wir bei 33 Minuten. Das ist okay. Haben wir halt noch einen ausführlichen Part gemacht. Boah, war das knapp. Aber manchen Kurven, ey, haben echt in sich, ey. Sehr schön. Na ja, 5 Sekunden, denke ich mal, das ist kein Problem. Ein Baum, den haben wir fast mitgenommen. Na,
900 Meter. Ja, die Strecken sind auch jetzt schon extrem lang, ey. Boah, 50% erst, ey. Krass, ey. Oh, hier ein geiler Sprung. Ah, 26 Sekunden, da passiert gar nichts mehr. Sehr schön. Schon ein Ziel, wunderbar. Oh, das denn hier. Sind wir in der Wüste gelandet hier. Sehr schön. Bei der Zeit würde ich sagen, du hast den Vogel also abgeschossen. Da muss ich wohl gratulieren. Jo, das war's, Leute. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Und sehen uns dann auf jeden Fall in anderen Games. Also haut da rein. Bis dann.